Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. In dem Video geht es um den Type 61, was er kann, was seine Eigenschaften sind, ob die Kanone gut ist oder Schmutz und ob dieser Panzer allgemein doch vielleicht zum Empfehlen ist, fährst du heute im Video. Da haben wir schon das gute Stück Type 61, der 9er Medium, der Japaner. Wir sehen ihn einmal hier in diesem Baum. Ich bin gerade auf meinem CC Community Contributor Account unterwegs, das heißt alles Gold, Credits und sonstiges Zeug, was ihr seht, gehört mir nicht. Das ist einfach nur drauf, dass ich euch ein paar Fahrzeuge zeigen kann, die ich eben nicht in meinem normalen Account habe oder nicht auf meinem normalen Account habe. Und deswegen zum Beispiel ein Type 61. Ihr findet ihn hier vor dem unglaublich guten STB1 ist der Type 61. Viele fragen immer, ey Algo, Type 61, sag doch mal bitte was dazu. Und das werde ich in diesem Video tun. Ich möchte euch einmal hier erstmal zeigen, wie ich ihn ausgerüstet habe. Gut, die Crew ist natürlich relativ, hier habe ich alle Perks drauf auf meinem CC-Account. Und sonst habe ich das Ganze mit dem Ansetzer, mit dem Stabilisator, der Lüftung, halb-halb, AP und Heat halb-halb. 330 mm Durchschlag auf der Heat ist vollkommen in Ordnung. Sonst habe ich dabei großes Medkit, großes Repair-Kit und die Zusatzration. Man kann vergleichsweise natürlich auch dieses Setup spielen. Aber ganz, ganz wichtig ist immer der automatische Feuerlöscher. Nehmt bitte nicht den kleinen Feuerlöscher mit. Ihr habt eine geringere Brandwahrscheinlichkeit. Der kostet nur was, wenn er auch wirklich benutzt wird. Das heißt, wenn ihr irgendwo in Brand geratet, dann zündet er sofort. Ihr maximal einmal brennt ihr für einen Tick. Das heißt, für 60 Damage, 50 Damage, 40 Damage, wie auch immer. Und ihr müsst nicht erst die Taste suchen, bis ihr die drückt. Das investiert auf jeden Fall eure Credits sinnvoll. Ihr könnt, wenn ihr mehr AP habt, mehr Damage machen, mehr Schaden rauskloppen, mehr Kills machen, euch effektiver ins Game einbringen. Und deswegen einfach, wie gesagt, empfehlenswert der große Feuerlöscher. Sonst zu diesem Fahrzeug muss ich sagen, ich bin erst sehr, sehr skeptisch gewesen. Dachte mir, ach, was willst du mit der großen Cupola machen? Was willst du mit keiner Panzerung machen? Aber den Panzer musst du leider teilweise so ein bisschen als Sniper spielen. Und ob die Kanone denn wirklich snipertechnisch geeignet ist, das sehen wir jetzt. Ich habe hier mal was Schönes rausgesucht für euch. Ein Gameplay im Type 61. Das Schöne ist hierbei, es gibt nur ein Light, aber es gibt drei Artillerien. Somit meine Überlegung von Anfang an, was mache ich jetzt mit diesem Fahrzeug? Die Eigenschaften, wie ich schon gesagt habe, er ist mehr der Sniper. Keinesfalls erste Linie, Frontlinie bringt nichts, weil keine Panzerung, eine riesen fette Cupola. Ich versuche jetzt hier erstmal mit diesem Fahrzeug Schüsse nach unten abzusetzen. Schaue jetzt erstmal so ein bisschen mein Team an, was die so alles machen und versuche jetzt hier in den unteren Bereich zu wirken. So, aim jetzt da unten ab. Okay, merke, unser Scout macht irgendwie nicht so das Richtige. Hab immer den Blick unten auf die Minikarte in die Ecke. Was passiert denn dort unten jetzt? Versuche jetzt im EBR einzudrücken. Sag, nee, nee, das lohnt sich nicht, so weit rauszupieken, aufzugehen vielleicht und rauszugehen. Ah, nee, Mann. Also, ich versuche jetzt erstmal so ein bisschen Damage zu machen. So, jetzt sehe ich den Typen. Den Schuss habt ihr vielleicht gesehen, war nicht gut geaimt von mir, ich hätte ihn ein Tickchen weiter nach links aimen müssen, ein bisschen mehr Zeit lassen, meine, naja, Gefahr oder mein Risiko war jetzt halt, dass ich aufgehe, von gegnerischen TDs bekomme, dem Scorpion, der dort vielleicht auch drüben steht, oben ist ja meistens eine TD-Position, hier oben in diesem Bereich, die Artis könnten natürlich auch hier eingeaimt sein, falls der EBR-90 aufklärt, deswegen habe ich es relativ schnell und einfach versucht, gut Glück so ein bisschen den Schuss reinzubringen. War in dem Moment die falsche Entscheidung, hätte mir eine halbe Sekunde mehr Zeit lassen sollen, um den Schuss dort ganz entspannt reinzusetzen. Jetzt ist es so, wir sehen auf der C2, C3 Linie, easy, dort kann ich versuchen mit Damage zu machen, dort hätte ich Schüsse anbringen können. Seht aber, ich habe keine direkte Schusslinie dorthin, weil dort erstmal der Hügel natürlich im Weg ist. So, jetzt stehe ich hier oben drauf auf dem Hügel hier und warte, dass die IS-6 oder sonstige Fahrzeuge kommen. Und jetzt, ja, haben wir die E6 oben drin und ich habe eigentlich den Turm, das komplette Heck drin und denke mir so, das sind easy Shots, das sollte doch der Type 61 schaffen. Und hier, liebe Freunde, zeigt sich einfach der STB. Das ist so ein bisschen auch der STB teilweise dabei, du aimst komplett ein, du hast zwar einen gewissen Pixel, also den hinteren Teil des Turms, aber die Kanone ist eine Diva. Ihr seht es einfach, ich aim ein und sie trifft ab und zu einfach mal gar nichts. Warum kann ich jetzt hier stehen?
Die Bäume und die Büsche dort vorne geben mir natürlich auch Tarnung. Die E6 hat nicht die besten Spotwerte. Dadurch, dass ich auch eine gute Crew habe, ich habe Tarnung geskillt etc., ist es hier für den E6 nicht möglich, mich zu spotten durch die ganzen Bäume und Büsche, die auch Tarnwert geben, mich hier aufzuklären. Ja, und jetzt trifft irgendwann mal auch wieder ein Schuss und denke jetzt, oh, jetzt könntest du ihn eigentlich mal rausnehmen. Bupp, zack, trifft auch schon die Kanone. Also ihr seht's. Es ist so teilweise so ein bisschen eine Diva. Aimzeit, Mobility hat mir dort sehr, sehr gut gefallen. Finde ich persönlich sehr, sehr ansprechend. Ja, jetzt habe ich auf der Karte gesehen, oh, B-Linie drückt aber ganz schön. Die wollen jetzt richtig Gas geben und vorfahren. Bringt für mich aktuell nichts, nach vorne zu drücken, weil der WZ einfach schon auf 400 HP-Punkte runter ist. Und wenn wir uns jetzt mal kurz stoppen, die Minikarte anschauen, sehen wir einmal unten, okay, unsere Leute sind relativ weit vorgerückt, die haben den Bereich sicher. Das heißt, von hinten habe ich keine Gefahr. Diese Seite hier wird vom Pantera aufgemacht, heißt also, von hinten bin ich komplett safe. Ich fokussiere mich jetzt erstmal nach vorne, Richtung WZ, Richtung AMX, unten in die Ecke rein. Stell mich jetzt auch erstmal hier an die Seite hin. Und wie gesagt, wie ich persönlich finde, die Mobilität dieses Fahrzeugs ist sehr, sehr angenehm, sehr gut. Das hatte ich so ein bisschen, ja, falsch eingeschätzt zum ersten Mal. Jetzt kommt der WZ vor, ich versuche hier ein paar Shots reinzubringen, bin nicht offen, weil das Fahrzeug erst gestunt war, das war ganz schön. Und durch den Stunt verliert er natürlich, oder verlieren die Fahrzeuge ihre Spotting-Fähigkeiten um sehr, sehr viele Prozente. So, 430 U. Hat mich immer nicht aufgemacht, ist auch gestunt, Nachladezeit geringer beim Stun und, das sind ja alles so Faktoren. Und hier seht ihr einfach, teilweise ist die Kanone einfach eine absolute Diva, Safe-Shots müssten reingehen, aber dann gibt es solche Shots, wo man denkt, gut, schmeckt, warum denn eigentlich nicht? Jetzt haben wir oben noch so ein bisschen Luck-Shots auf den AMX, ja, nehmen wir auch mit. Also da seht ihr, die Kanone ist teilweise top und teilweise ist sie einfach absolut unzuverlässig. Ich kann jetzt nicht sagen, die Kanone, wenn sie eingeaimt ist, trifft alles. Jetzt probieren wir halt hier noch den WZ zu beschießen. Ah, ich hätte vielleicht ein Tickchen weiter feuern müssen, da war ich nicht ganz mit den Map-Gegebenheiten vertraut. Wann kommt jetzt die Lücke, wann kommt die Senke? Das war ja eher schwierig dort. Ich versuche jetzt zu pieken, sage aber, ach Algo, nee Mann, lass doch. Der EBR, den sehe ich jetzt erst, ja. Da hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich so im Tunnelblick war auf diese Position hier hinten. Und genau aus diesem Grund, jetzt überlegt euch mal, ich hätte den 16x25-fach Zoom. Dann wäre ich zwar super hier drauf, aber ich würde gar nicht mitbekommen, dass einmal der EBR Nant hier um mich rumfährt. Und jetzt erst realisiere ich das, dass der Kollege hier kommt. Aim ein in Ruhe, gib ihm ein. Er kriegt jetzt auch ordentlich Damage. Versuchen jetzt gleich noch irgendwie rauszunehmen. Wir haben einen kleinen Pixel aktuell, sehen den Turm, nehmen jetzt solide entspannt raus. Aktueller Stand 6 zu 8. WZ ist noch One-Shot, hat auch verschossen und ich sage jetzt, genug Lebenspunkte habe ich. Ich biege nach vorne und nehme ihn raus. Er hat einen Fehler gemacht, mit Lora P nach vorne zu fahren. So, zum jetzigen Zeitpunkt 5 Kills. 2800 Damage. Wir gucken auf die Karte. Ihr dürft niemals vergessen, was macht der untere Bereich. Und er hat verloren. Die sind vorgepusht, haben Damage verloren, wurden vom Crossfire von hier und den drei Artis einfach abgefarmt. Ich stand hier im Base Dev, habe mich relativ wenig bewegt, habe versucht nach unten zu supporten, habe jetzt in diese Seite supportet. Generell wäre es für mich möglich gewesen, hier rauszufahren, aber die drei Artis, ich wollte einfach ein defensives Gameplay mal versuchen mit dem Type 61. Und jetzt stellt ihr fest, ich versuche jetzt erstmal den Pantera zu beschießen, bringt nichts, sehe ich jetzt, der ist einfach safe. Wo kann man jetzt auf dieser Karte hinfahren? Ich habe ein Stritzwagen-Video gemacht, wo ich diese Karte auch sehr, sehr gut erklärt habe. Gerne auch oben einmal in die Infobox drücken und euch das Video angucken zu dieser Karte. Und diese Position hier oben, liebe Freunde, die solltet ihr euch unbedingt merken für Runden, wo man sagt, ey, das Ganze ist ein bisschen knapper, wie kann ich es versuchen noch zu carryen? Es sind doch zwei Artis von uns am Leben, vom Gegner auch. Dennoch, wir wissen, unten das 257 hat sehr, sehr viele Lebenspunkte, ist sogar fast Full AP. Und ich ziehe mich jetzt oben erstmal in diese Position dort rein. Dort kann ich relativ unspotted stehen, bin höher gesetzt als die anderen und kann von dieser Position aus versuchen, so viel wie möglich Damage noch reinzumachen. Ich kippe den Baum jetzt hier um, um den einen Schusswinkel noch abzudecken, um einfach jetzt hier bessere Tarnung teilweise zu bekommen durch umgekippte Bäume etc. Aber ihr seht jetzt gerade, ich stelle mich jetzt erstmal safe. Die Arti hat geblindshottet. Kann man machen, auf jeden Fall. Panther kommt rein. Ich gehe nicht auf, was mich sehr, sehr erfreut hat. Hat da einen kleinen Spielfehler drin gemacht. Und jetzt versuche ich einfach von der Position hier oben aus mit der Heat, ich habe schon sehr viele normale Schüsse verschossen, mit der Heat zu wirken.
einfach überall Damage reinzumachen. Der Scorpion fährt hoch, ich ziele ein. Ach, absolut daneben geholzt. Kriege ich noch eine nächste Möglichkeit. Der Spot fehlt mir. Ich pinge jetzt gleich an. Mensch, spot doch bitte den Scorpion. Ich bin nachgeladen und ready. Spot ihn bitte. Der Scorpion, wird er aufgehen, wird er nicht. Sehen wir jetzt gerade auf der rechten Seite den E5 und den Skoda am Pushen. Die sind mir jetzt erst aufgefallen. Also diese Runde habt ihr auch gesehen. Ich war ziemlich träge. Den Schuss habe ich dumm versetzt. Und effektiv machen die Gegner genau das Richtige. Die pushen jetzt gerade rein. Die sagen, ey, nein, wir spielen nicht defensiv, sondern wir haben alle genug Lebenspunkte. Wir gehen aggressiv drauf. Wenn sie jetzt defensiv spielen würden, den One-Shot nicht rausnehmen, dann kann ich ohne Ende von dort oben farmen. Ihr seht gerade, hier, alles sind offen. Seht ihr, Type 9, also T69 komplett farmbar. Der E5 komplett farmbar. Der Skoda komplett farmbar. Der Scorpion komplett farmbar. Der Pantera komplett farmbar. Der 257 komplett farmbar. Und wenn hier Fahrzeuge hochpicken, könnt ihr super gut von hier oben reinwirken. Jetzt hier den Skoda versuche ich jetzt gerade noch rauszunehmen. Und in solchen Matches kann man mit dieser Position hier oben versuchen, super, super gut die Runden zu carryen. Und jetzt, ja, bewege ich mich hier runter, bin spotted, gebe noch einen aus der Fahrt ab. Bin bei 5 Kills, 4700 Schaden mit defensivem Spiel. Und ich würde definitiv nicht sagen, ich habe gecampt oder ich habe irgendwie versucht, meine Teammates sterben zu lassen. Es war einfach nicht möglich, links mitzufahren mit den Types, weil ich dort extrem AT offen bin und rechts lang zu fahren. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen natürlich wieder Kritik an Wargaming. Warum immer drei ATs? Eine AT und ich hätte spielen können, wo ich möchte. Gehe ich aber rechts auf mit dem Top-Tier-Medium, der weich ist, der keine Panzerung hat, da schießen natürlich die ATs drauf. Wenn die treffen, 6, 7, 800 Damage, wenn sie pennen, sogar 1000. Und es ist einfach unglaublich schwer, dann dort damit Schaden zu machen. Weil wenn ich aufgehe, kriege ich von den ATs, kann von überall schlagen und durchschlagen werden. Schwierig. Ich denke dennoch, ihr seht jetzt gerade ab hier einmal die Auswertung der Runde. Es lag nicht wirklich an mir. Ich habe versucht, auch über das Late Game hin mein Fahrzeug rauszunehmen, so viel wie möglich Damage reinzudrücken. Ich denke eher, die Gruppe hier unten hätte es deutlich besser spielen können. Nicht einfach rauspieken, einfach passiv stehen. Und wenn diese Seite nämlich gehalten worden wäre, ein Panzer vielleicht zurück nach hier vorne. Ich stehe dort oben und kann die ganze Zeit solide auf die Fahrzeuge hier, hier, wenn die hier pushen, reinfarmen, auf die reinfarmen und, dann kann man so eine Runde auch ganz locker gewinnen. Leider hat das Team da so halbwegs Nein gesagt. Ich denke trotzdem, dass ihr so ein bisschen den Type jetzt näher kennengelernt habt. Hoffe, mit so einem Video kann ich dem einen oder anderen von euch da draußen ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wollt ihr mehr von diesem Content? Lasst gerne Like, Follow, Abo da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ciao, Kakao.